Ja, im vorigen Video wurde unser altes Zenit-Gerät gegen das neue, hochgelobte ZE3766 ausgetauscht. In diesem Video nun geht es um die Praxis. Welche Funktionen sind für uns Camper wirklich nützlich? Wie gut ist die Bedienbarkeit? Ist das Gerät also wirklich so toll, wie es in der Presse gelobt wird? Und damit herzlich willkommen bei GI Woman News. Wir stellen euch in diesem Video nicht jede Einzelheit des ZE3766 vor, sondern beschränken uns auf die aus meiner Sicht heraus echten Highlights, die für uns also am wichtigsten sind. Wir klären zunächst die für uns fast wichtigste Frage, nämlich wie ist denn die Bedienbarkeit des Geräts? Ist die Bedienung flüssig und schnell und die Menüführung einfach und idealerweise auch intuitiv? Wir gehen dann anschließend ein wenig näher auf die Navigationsmöglichkeiten ein. Das zeigen wir dann auch im, ja, ich sag's mal, Live-Modus, also während der Fahrt, damit ihr einen besseren Eindruck bekommen könnt. Wir schauen uns natürlich im Überblick die Multimedia-Funktionen dieses Geräts an, also Bluetooth-Anbindung, Radioempfang insbesondere, Anschluss von USB-Platte und auch die Android-Auto-Anbindung. Zum Schluss gibt es dann noch ein paar kleine, aber wichtige Details, wie zum Beispiel die Anbindung der Rückfahrkamera. Und damit los geht's! Einer der echten Highlights des E3766 ist aus meiner Sicht heraus der große 9 Zoll Touchmonitor, der hier optimal in den Fiat Ducato oder auch den baugleichen Citroën und Peugeot passt. Das 9 Zoll Display ist auch bei Sonneneinstrahlung jederzeit sehr gut ablesbar und von der Bedienbarkeit optimal, so wie ihr das eben von einem iPad oder von einem normalen Smartphone her kennt. Also ein wirklich guter Kontrast, sehr gute Reaktionszeiten in der Menüführung und man findet halt alle Funktionen recht schnell und auch sehr einfach. Damit ist also einer unserer allerwichtigsten Anforderungen, nämlich eine wirklich gute Bedienbarkeit, die auch für Nicht-Spezialisten, Nicht-Technik-Freaks intuitiv sich ergibt. Wirklich toll gelöst, wie ich meine, und damit schon mal hier die Daumen hoch für die Bedienbarkeit des Geräts. Die Navi-Funktion und damit das Kartenmaterial ist hier beim Kauf des Geräts optional, muss also quasi dazu gekauft werden. Da gibt es zwei verschiedene Varianten, nämlich die 3 Jahre Karten-Upload frei und die Variante 7 Jahre Karten-Upload frei. Das Kartenmaterial umfasst detailliertes Kartenmaterial von 47 Ländern und das bietet eigentlich alles, was man so von einem guten Navi erwarten darf. Die Darstellung der Navigation ist auch im Splitscreen-Modus möglich. Das heißt, wenn ihr Radio hört, dann wird eben hier im Splitscreen auch die Navigation mit angezeigt. Ja, die Karten sind hochauflösend, in 3D-Ansicht möglich. Die Routenführung ist eindeutig, wie ich meine. Und auch bei Abbiegungen hat man eine Zoom-Funktion, wo automatisch in die Karte reingezoomt wird, wie wir das von vielen anderen Programmen allerdings auch schon kennen. Ja, eine Besonderheit ist hier die integrierte Camper-Datenbank mit über 20.000 Stell- und Campingplätzen, die man hier auch im Navi aufrufen kann. Und das hat natürlich den Vorteil, dass wenn man einen Stellplatz, einen Campingplatz sucht, den hier sehr einfach findet und mit den hinterlegten Informationen, alles, was wir an Informationen brauchen, sofort abrufen können und auch die Navigation darüber dann direkt starten können. Ob diese Funktion nun der totale Burner ist, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich vermute, wir werden das hier an der Stelle nicht so oft verwenden. Die Top-Apps auf dem Smartphone habe ich euch vor kurzem ja aus unserer Sicht jedenfalls in einem Video vorgestellt. Das verlinke ich euch hier gerne nochmal. Also wir werden sicherlich eher die Apps auf dem Smartphone verwenden und wie aktuell das Material hier dann im Navigerät dann abzudaten ist, das bleibt dann auch nochmal abzuwarten. Aber schön, dass es diese Funktion gibt. Für eine optimale Routenführung mit dem Wohnmobil ist es natürlich wichtig, dass die fahrzeugspezifischen Angaben hier auch konfiguriert werden können, sodass sie bei der Routenführung auch mit berücksichtigt werden.
Ja, wie bereits gesagt, die Navi-Funktion, das Kartenmaterial muss man zusätzlich erwerben. Das ist also optional. Man kann das Gerät also auch ohne das benutzen und das macht auch unter Umständen Sinn. Ne? Denn ihr habt hier die Android Auto Funktionalität mit eingebunden. Das heißt, man kann hier über Android Auto und die Google Maps Routenfunktion natürlich gleichermaßen hier super die Navigation im Fahrzeug machen. Und das ist schon eine schöne Sache. Man kann auch beides natürlich parallel nutzen, um mal die Routen abzugleichen. Ich finde es auf jeden Fall super, dass wir jetzt mit dem E3766 beide Navigationsmöglichkeiten nutzen können. Die Android Auto Funktion und die hier von Scenic bereitgestellte Kartennavigation. Routenvorschläge können halt optimal dann mal verglichen werden. Eine feine Sache, wie ich finde. Ja, bei den Navigationsfunktionalitäten ist noch eine Besonderheit zu erwähnen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich die sogenannte Send-to-Car-Funktionalität. Da besteht die Möglichkeit, dass man Routen vom Smartphone auf das Navigationsgerät überträgt. Und zwar läuft das hier über die sogenannte Free-on-Tour-App. Die könnt ihr euch bei Android oder iOS runterladen. Und dort könnt ihr Campingplätze oder Stellplätze suchen. Und wenn ihr einen gefunden habt, wo ihr auch gerne hinfahren wollt, dann könnt ihr die Route hier automatisch übertragen lassen. Das funktioniert natürlich hier auch wieder über Bluetooth. Also das Smartphone ist natürlich gekoppelt mit dem Navigationsgerät. Und das geht dann folgendermaßen. In der Free-on-Tour-App wählt man halt den gewünschten Camping- oder Stellplatz aus. Dann gibt es den Tab Lage und Kontakt. Und da kann man dann die Send-to-Car-Option auswählen unterhalb der Adressinformationen. Dann muss man nur noch auf den Share-Button drücken und wählt die Funktion Send-to-Car. So, die Navigationssoftware hat die Daten über Bluetooth jetzt empfangen und dann kann auch die Navigation schon darüber gestartet werden und los geht's. Interessiert euch diese Funktionalität, könnt ihr das gerne nochmal nachlesen. Ich gebe euch hier den Link zu der Free-on-Tour-Seite. Da ist das alles nochmal beschrieben und ihr könnt euch das in Ruhe anschauen. Ja, unser Fazit zu den Navigationsmöglichkeiten, Funktionalitäten hier in dem E3766. Auch das finden wir wirklich top, alleine durch die Möglichkeit, beide Funktionalitäten zu nutzen, also auch Android Auto und die Navigation innerhalb des von Scenic bereitgestellten Kartenmaterials und der Software ist wirklich prima. Die Ansicht, die Darstellung ist, wie wir es im Prinzip von vielen anderen Programmen auch gewohnt sind, da muss man nichts Besonderes zu erwähnen. Also eine wirklich gute Navigationssoftware. Ja, kommen wir zu den Multimedia-Funktionalitäten des Gerätes und widmen uns zunächst dem Radio. Das war ja einer der Schwachpunkte beim alten Gerät, insbesondere bei den schlecht verbauten Antennen der Bürstenabwehrmobile. Zumindest von denen kenne ich das. Da war doch der Empfang teilweise fast gar nicht möglich von Radiosendern. Das war schon echt ein Leid, aber das lag nicht unbedingt an den Scenic-Geräten, sondern an den echt katastrophal verbauten Antennen in den Wohnmobilen. Ja, hier gibt es eine echte Neuerung bei dem neuen Gerät, denn wir haben hier neben dem analogen UKW-Rundfunk auch noch Digitalradio DAB Plus verbaut. Und da gibt es sogar einen Doppeltuner, während der eine Tuner quasi im Hintergrund die Sendefrequenzen scannt, um immer einen optimalen Empfang sicherzustellen. Sorgt der andere Tuner dann dafür, dass die Digitalradioprogramme dann noch abgespielt werden. Denn das ist enorm praktisch, denn das erspart dann das manuelle Starten des Sendersuchlaufs. Das funktioniert auch super. Natürlich gibt es auch hier wieder die Möglichkeit, die Funktionalitäten von Android Auto zu nutzen. Also hier eine App eurer Wahl für das Hören von Online-Radio zu nutzen. Ihr seht also, hier gibt es mehrere Möglichkeiten, Radio zu hören und damit sind die Probleme Radioempfang und Radiohören mit dem Scenic, mit dem neuen Scenic, dann endlich Geschichte. Ja, wenn wir schon bei Android Auto sind, bei diesen Funktionalitäten, was ich sehr oft nutze, ist eben neben der Navigation im Privat-Pkw jedenfalls, dann tatsächlich auch, wenn wir unterwegs sind, die Nutzung von Spotify. Da habe ich all meine Musik komplett im Zugriff.
Das ist wirklich super. Und das ist hier dann Abend auch wieder super integriert. Und das werde ich auch in Zukunft hier im Zenec sehr gut nutzen können. Was wir bereits auch bei dem alten Gerät oft genutzt haben, und das werden wir auch hier wieder nutzen, ist die Möglichkeit, externe USB-Geräte auch anzuschließen. Also wir nutzen das für eine USB-Festplatte, wo auch nochmal ganz viel Musik mit drauf ist. Und sind jetzt USB 2.0 Standardanschlüsse. Das finde ich ein bisschen schade, dass da nicht der aktuelle 3er Standard eingebaut worden ist. Denn das bietet, der 3er Standard bietet dann doch schon nochmal die Möglichkeit, mit deutlich höheren Übertragungsraten hier auf die USB-Geräte zuzugreifen. Da hat Zenec schon leider eine Möglichkeit vertan, hier noch ein bisschen bessere Performance einzubauen. Ansonsten ist die Bedienung hier über die Alben, Musiktitel, die auf der USB-Platte zu finden sind, wirklich prima. Das läuft sehr flüssig, wenn die USB-Platte mal gelesen wurde. Das dauert allerdings beim ersten Mal auch eine ganze Weile, ne? Also habt Geduld. Aber wenn die Titel mal im Cache hinterlegt sind, dann geht die Bedienung wirklich flüssig. Man kann Titel suchen, Alben suchen. Das läuft alles wirklich prima und werde ich, wie gesagt, auch häufig nutzen. Hier könnte man auch Videos abspielen, zum Beispiel die auf der USB-Platte sind. Es sollen eigentlich alle aktuellen oder die wichtigsten aktuellen Formate gelesen werden können. Auf die Funktionalität möchte ich hier nicht unbedingt näher eingehen. Ich habe das nur angetestet, fand das relativ enttäuschend. Ich habe Formate gefunden, also MKV zum Beispiel, die sollten gehen. Das spielt zwar das Video ab, aber es kommt kein Ton. Auch die Darstellung ist nicht unbedingt so, wie der Film ist. Zum Beispiel 16:9 wird wohl doch ein bisschen gezoomt dann. Und es gibt kaum Einstellmöglichkeiten oder eigentlich gar keine Einstellmöglichkeiten, um das hier zu korrigieren. Also da hoffe ich doch einfach nochmal auf ein Firmware-Update von Zenec, dass die Videofunktionalitäten für Videodateien, die auf USB-Geräten dann abgelegt sind, hier noch deutlich verbessert werden. Aber insgesamt finde ich die Multimedia-Funktionalitäten dieses Geräts wirklich klasse. Weitestgehend ist das Gerät auf der Höhe der Zeit. Naja, zum USB-Standard habe ich ja gerade schon was gesagt und zu den Videoformaten. Aber ansonsten ist das wirklich toll und das macht wirklich Spaß, das Gerät zu bedienen. Mal schnell zwischen Radio, USB-Platte, Spotify oder was auch immer ihr gerne nutzt, hin und her zu schwenken. Ihr habt eigentlich fast alles an Informationen und an Multimedia-Dateien, was ihr braucht, alles im Zugriff. Das ist wirklich klasse. Ein kleines Schmankerl gibt es hier bei den Multimedia-Funktionalitäten aber noch zu erwähnen. Es gibt die Möglichkeit, gekoppelte Bluetooth-Lautsprecher hier anzubinden. Ich habe euch ja im Einbauvideo gezeigt, da wird eine Bluetooth-Antenne hinten an das Gerät angeschraubt und tatsächlich geht es hier um das Senden von Musikinformationen, das Streamen von Musikinformationen an externe Lautsprecher. Habt ihr also einen Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt hier bei den Bluetooth-Funktionalitäten des Gerätes, kann es dann auch schon losgehen. Und dann kann ich tatsächlich beide Lautsprecher, also die das Zenec sowieso benutzt, also die vom Fiat Ducato ansprechen, als auch den Bluetooth-Lautsprecher, alles parallel. Ich kann also Folgendes machen, ne? Nehmen wir mal an, meine Frau möchte drinnen im Wohnmobil in Ruhe was lesen, ich möchte auch meine Musik hören und mache das gerne dann auch draußen bei schönem Wetter, nehme also meine Bluetooth-Box mit. Innen am Gerät schalte ich die Musik leise oder ganz aus und kann aber die Musik dann weiterhören, nämlich über den Bluetooth-Lautsprecher, den ich dann auch separat ansteuern kann. Dazu kann man dann auch optimal die mitgelieferte Fernbedienung benutzen. Dieser Bluetooth-Empfang, der ist ja besonders, oder die Sendeleistung besonders stark. Das soll also bis zu 8 Meter Entfernung reichen. Ja, zum Abschluss noch ein, zwei weitere Features. Natürlich wird eine Rückfahrkamera auch wieder unterstützt. Hier können sogar bis zu 3 Kameras, wenn man die eingebunden hätte, im Fahrzeug nutzen. Wir haben hier die Rückfahrkamera und die ist dann auch angeschlossen. Und anders als vorher, da ging das nämlich nicht, kann man hier auch jetzt hier diese Hilfslinien mit einblenden oder auch ausblenden. Ich finde die aber immer eine gute Hilfe, also lasst die auch hier eingeblendet. Ihr habt ja gesehen, das Gerät ist hier fest verbaut. Ne? Da kann der Display nicht einfach so abgezogen werden oder so.
Man kann aber, wenn man möchte, den Diebstahlschutz hier noch ein Stück erweitern, weil man hier optional eben in der Konfiguration sich auch ein Passwort definieren kann, mit dem man nur Zugriff dann auf das Gerät hat. Ja, es wird mittlerweile hier auch eine App für die Grundbedienung jedenfalls von Radio, von DAB-Radio, von dem Zugriff auf die USB-Platte, wenn eine installiert ist, angeboten. Ihr könnt euch also zum Beispiel beim Google App Store dann die Zenik-App runterladen. Das ist schnell geschehen. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, eben vom Handy aus auch die grundlegenden Bedienelemente fernsteuern. Ja, unser Fazit zu dem neuen E3766, das könnt ihr euch schon fast denken. Unsere Erwartungen, die sind eigentlich voll erfüllt worden. Das ist wirklich ein tolles Gerät. Ne? Das, was ich euch schon mehrfach erwähnt habe, das ist wirklich aktuelle Technologie, weitestgehend jedenfalls. Die Bedienbarkeit ist damit sichergestellt, es läuft alles flüssig. So wie ihr das von eurem Smartphone hoffentlich auch gewohnt seid, so könnt ihr euch jetzt hier an dem Touchscreen auch bedienen. Insgesamt halt wirklich ein ganz tolles Gerät und deswegen kann ich das auch uneingeschränkt weiterempfehlen. Ja, das soll es an der Stelle dann gewesen sein und wir wünschen euch noch viel Spaß bei weiteren Videos auf GI Home.